Er war einer der letzten freien Prärie-Indianer, Hermann Lehmann. Der Sohn deutscher Einwanderer wird in Texas von Apachen entführt und grausam misshandelt. Bis er an der Seite großer Häuptlinge einer von ihnen wird. Hermanns Geschichte ist wichtig für das Verständnis der Indianer. Seine Abenteuer versetzen die Welt in Erstaunen. Er brachte es sogar bis zum Häuptling. Er behauptet sich in einer Welt, die von Gewalt geprägt ist. Es hat was Tragisches und es hat was außerordentlich Faszinierendes. Unaufhaltsam bedrängen die Weißen die Freiheit der Prärie-Indianer. Hermann Lehmann wird zum Zeugen ihres Untergangs. Und kämpft bis zum Schluss für seinen großen Traum. Er wurde ein Indianer. Mehr noch als die Indianer selbst. Loyal Valley, eine verlassene Siedlung mitten in Texas. Von Deutschen im 19. Jahrhundert gegründet, steht hier noch das Haus der Lehmanns, in das Hermann nach seinem Leben bei den Indianern zurückkehrte. Hier muss ich immer an Großvater denken. Hierher wurde er zurückgebracht und hier hat er lange gelebt. Ich wünschte, er säße neben mir und könnte mir seine unglaubliche Geschichte erzählen. 1878. Zunächst ist es nur ein Gerücht. Ein im Reservat aufgegriffener Indianer sei in Wirklichkeit ein Weißer. Der Deutsche Hermann Lehmann. Seine Mutter Auguste hat die Hoffnung auf ein Wiedersehen nie aufgegeben. Doch niemand weiß, ob er es wirklich ist. Sie kommen! Bei seiner Entführung war er noch ein kleiner Junge, der wie alle hier hauptsächlich Deutsch sprach. Dem jungen Krieger erscheint alles an diesem Ort fremd und bedrohlich. Ist das der Sohn, der Auguste Lehmann vor 8 Jahren geraubt wurde? Damals bewirtschaftete Auguste mit ihrem Mann und ihren Kindern eine kleine Farm. Alles andere als eine Idylle. Kaum Regen. Der Boden gibt nicht viel her. Leben heißt hier, pausenlos hart arbeiten, damit die Ernte die Familie durch den Winter bringt. Mit einer großen Auswandererwelle ist Auguste Lehmann 1846 mit dem Schiff von Bremen nach Texas gekommen. Hunger und Verfolgung in der alten Heimat haben die Menschen zur Auswanderung getrieben. Voller Hoffnung auf einen Neuanfang. In einem Land mit gleichen Chancen für alle. Anfang des 19. Jahrhunderts ziehen sie in Gebiete an der Ostküste. Besonders in das deutsche Dreieck zwischen Milwaukee, St. Louis und Cincinnati. 50 Jahre später sind der Osten und der Süden komplett besiedelt. Die Deutschen entdecken Texas als neues Ziel. Doch schon auf der Reise fallen viele Krankheiten zum Opfer. Die Bedingungen sind viel schlechter als versprochen. Nur wer wirklich zäh ist, überlebt. Mitten in Texas gründen sie die Stadt Fredericksburg. Viele der Einwohner hier sind Nachfahren deutscher Einwanderer. Wie der Schriftsteller Scott Sash. Sein Ur-Ur-Uronkel ist auch von Indianern entführt worden. Die Deutschen hatten hier Siedlungsrechte erworben, mitten im Jagdgebiet der Comanchen. Das führte natürlich zu Konflikten. Doch 1847 schlossen die deutschen Einwanderer einen privaten Friedensvertrag mit den Comanchen, in dem die gemeinsame Nutzung der Gebiete geregelt wurde. Das war einzigartig in der amerikanischen Geschichte.
Und einige Jahre lang funktionierte es sehr gut. And for several years it worked very well. Doch um 1870 ist der Friede brüchig geworden. Comanchen und Apachen dringen immer wieder ins Land der deutschen Siedler ein. Dabei haben sie es nicht nur auf Pferde abgesehen. Die Siedler leben in ständiger Angst vor Indianerüberfällen und Entführungen. Im Mai 1870 trifft dieses Schicksal die Familie Lehmann. Für die Familien der entführten Kinder war es eine traumatische Erfahrung. Die nächsten Nachbarn lebten meilenweit entfernt und konnten nicht zur Hilfe gerufen werden. Danach fragten sie sich jahrelang, ob ihr Kind Hunger litt, misshandelt oder sogar gefoltert wurde. Hermann ist erst 10 Jahre alt und er hat Angst. Die Indianer testen, wie widerstandsfähig der Junge ist. Hermann erweist sich als zäh. Jeder noch so kleine Druck ließ die Schnur tief in mein Fleisch einschneiden. Wie ich diese schreckliche Nacht überstehen konnte, weiß ich nicht. Hermanns Peiniger sind Mescalero-Apachen. Sie gehören zu den Stämmen, die schon seit über 200 Jahren die Prärie beherrschen. Die Great Plains. Unendliche Grassteppen und oft lebensfeindliche Wüstenlandschaften. Im Süden davon, in Texas, liegt ein Ort mit großer Bedeutung für die Prärie-Indianer. Der Palo Duro Canyon. Schon zur Zeit der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus gab es hier Siedlungen. Er hat intensiv die Geschichte seiner Ahnen, der nordamerikanischen Indianer, erforscht. Donald Fixico. Die Apachen lebten im Palo Duro Canyon. Genau hier lebten Apachen. Sie waren ursprünglich sesshafte Bauern, die sich erfolgreich an die Bedingungen im Süden der großen Plains angepasst hatten. Doch mit der Einführung des Pferdes änderte sich alles. Indianer ohne Pferde? Eigentlich undenkbar. Doch erst die Spanier bringen die Tiere im 16. Jahrhundert ins Land. Aus ihnen gehen die Mustangs hervor. Apachen und Comanchen entwickeln sich zu hervorragenden Reitern und den Herrschern der Prärie. Kämpfe mit den Weißen und zwischen den Stämmen gehören zum Alltag. Es geht um Jagdgebiete, Pferde und Ruhm. Die Kämpfe forderten hohe Verluste unter den Kriegern, die man ausgleichen musste. Die Comanchen bestanden daher zu etwa 40% aus geraubten Angehörigen anderer Stämme oder entführten Mexikanern und Weißen, die dann sozusagen indianisiert wurden. Vier Tage sind Hermann und seine Entführer schon unterwegs. Hunger und Durst mischen sich bei ihm mit Verzweiflung. An Flucht ist nicht zu denken. Ich wusste, ich würde nie den Weg zurück nach Hause schaffen. Wölfe, Wildkatzen oder andere Biester würden mich sicher in Stücke reißen. Erst im Rückblick sieht Hermann seine Erlebnisse als großes Abenteuer. Mit 60 Jahren wird er sie aufschreiben lassen und wertvolle Details über das Leben der Indianer schildern. Etwa ihre Art zu kommunizieren. Der Anführer hatte eine Art Spiegel aus Metall, mit dem er die Sonne reflektierte. Auch die Kundschafter hatten so einen. Damit konnten sie sich verständigen und signalisieren, ob die Luft rein war. Wie ist es, ein Leben als weißer Indianer zu führen? Der Ethnologe Marin Trenk hat sich eingehend mit der Geschichte dieser Grenzgänger zwischen den Kulturen beschäftigt.
Entführung weißer Kinder, die haben immer große Aufmerksamkeit erregt. Und bei Hermann Lehmann war es so, dass er also eine Abenteuergeschichte erzählt hat, die aber auch eine große Rettungsgeschichte war, in der er sich ja also auch behauptet hat, eine Geschichte zwischen zwei Welten. Also die bedienen schon sehr unterschiedliche Interessen. Das Sensationelle, das Spektakuläre spielt natürlich eine ganz große Rolle. Leben mit echten Indianern. Leser auf der ganzen Welt verschlingen Anfang des 20. Jahrhunderts Hermanns abenteuerliche Erzählung. Bis heute inspiriert sie Filme und Romane. Und es wird sogar ein Comic daraus. Es war der erste Büffel, den ich je gesehen habe. Sie schnitten ein Stück Leber aus dem noch warmen Tier, beträufelten es mit Galle und befahlen mir, es zu essen. Ich schluckte es runter. Es kam aber wieder hoch. Wieder schluckte ich es runter, wieder kam es hoch. Die Indianer taten mehr Galle auf das rohe Fleisch und zwangen mich, es zu essen. Wenige Tage davor war ich noch Teil einer liebevollen Familie. Und plötzlich keine Hoffnung auf Rettung. Mit dem Gefühl, dass jeder Moment der letzte sein könnte. Nach 10 Tagen erreichen sie endlich das Dorf. Hermann soll büßen für das Schicksal der Gefallenen und Verletzten. Es geht um Rache. Doch die Indianer wollen auch prüfen, ob das Kind etwas taugt. Wenn er sich richtig verhält, bekommt er vielleicht die Chance, in den Stamm aufgenommen zu werden. Die meisten Kinder spürten, dass sie nicht weinen oder Angst zeigen durften, weil sie sonst noch mehr misshandelt oder sogar getötet werden würden. So lernten sie sich schnell anzupassen. Hermann wurde einem Test unterzogen. Er sollte wählen zwischen rohem und gekochtem Fleisch. Er ahnt, dass von dieser Entscheidung vielleicht sein weiteres Schicksal abhängt. Hätte ich das geröstete Fleisch genommen, das Essen der Weißen, sie hätten mich wahrscheinlich zu Tode gefoltert. Nach all den Qualen plötzlich Anerkennung. Für Hermann steht die Tür jetzt offen. Für seine ersten Schritte in die ihm unbekannte Welt der Prärie-Indianer. Einen seltenen Einblick gibt auch diese Filmrarität. Die Stämme der Prärie-Indianer sind selten größer als 200 Menschen, mit klaren Geschlechterrollen. Die indianischen Gesellschaften der südlichen Plains kannten eine sehr strikte Arbeitsteilung. Frauentätigkeiten und Männertätigkeiten waren komplett voneinander getrennt. Die berührten sich also überhaupt nicht. Und es war nicht vorgesehen, dass also Männer irgendwelche häuslichen Arbeiten verrichteten. Also die waren wirklich nur für diese Bereiche Jagd und Krieg zuständig. Sie leben als Nomaden, immer auf der Suche nach den besten Möglichkeiten zu jagen und zu rauben. Ihre Tipis können sie in weniger als einer Stunde auf- und abbauen. Nur ganz wenige Ureinwohner Nordamerikas haben Steinbauten bewohnt. Bei den Anasazi-Indianern waren es sogar fast kleine Hochhäuser. Doch die meisten benutzten Holzbauten oder Zelte. Große Kulturen, die in 10.000 Jahren so gut wie keine Spuren hinterlassen haben. Ihre Geschichte, ihre Mythen geben sie mündlich weiter. Schrift ist fast allen unbekannt. So extrem unterschiedlich die Landschaften Nordamerikas sind, so vollkommen gegensätzlich haben sich auch die verschiedenen Indianerkulturen entwickelt. Es gibt 567 verschiedene Indianerstämme. Ureinwohner bilden also eine komplexe Völkergemeinschaft und unterscheiden sich sehr. Es gibt Comanchen, Mohawks, Senecas und viele andere, verteilt über ganz Amerika.
Die Blackfoot sind Jäger und Nomaden. Die Seminolen leben in Hütten und betreiben Landwirtschaft. Während die Iowa sesshafte Händler sind. Trotz dieser großen Vielfalt haben die meisten von uns ein völlig einseitiges Indianerbild. Wie das vom Apachen Winnetou, immer edel, hilfsbereit und gut. Oder dem wilden, bösen Indianer. Beides reine Klischees. Nichts, was Karl May erzählt, hat mit historisch realen Apachen zu tun. Sie hatten eine eigene Lebensweise entwickelt, die nicht so sehr sich um den Krieg drehte, sondern um das Beutemachen. Also sie waren professionelle Marodeure geworden. Das zeigt Hermann Lehmanns Buch also ganz, ganz vortrefflich. Da geht es nicht darum, also möglichst viele Leute zu töten und also wie bei einer kriegerischen Handlung oder so, sondern es geht um Beute. Man erbeutet Tiere, man erbeutet Menschen und man erbeutet Güter. Und genau in dieses Muster ist er hineinsozialisiert worden. Hermann wird zum Krieger ausgebildet. Die Verbindung zu seinem alten Zuhause ist gekappt. Angeblich ist bei einem weiteren Überfall seine ganze Familie getötet worden. Eine Lüge des Anführers Carnovist, die Hermann endgültig an den Stamm binden soll. Weil Carnovist mich geraubt hatte, war ich sein Besitz. Er nannte mich seinen Sohn und gab mir den indianischen Namen Ja. Weißer Junge. Ein neuer Name, eine neue Familie, neue Herausforderungen. Hermann taucht mehr und mehr in die Welt der Indianer ein. Im Vergleich dazu war der Alltag in seinem früheren Leben eintönig und voller Entbehrungen. In so einem Haus lebte Familie Lehmann. Diese Blockhäuser sind um 1870 typisch für das texanische Hinterland. Es war hart hier zu überleben. In den Häusern wurde es im Sommer unerträglich heiß, im Winter eiskalt und es war sehr eng. $5 Millionen Deutsche sind bis 1920 in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Doch gerade in kargen Landstrichen wie in Texas zerbrechen viele Träume. Es gibt oft weniger Land als versprochen. Der Boden ist nur schwer zu bestellen. Dazu kommen Probleme, an die in Deutschland niemand gedacht hat. Wie die andauernde Gefahr von Indianerüberfällen. Im texanischen Grenzgebiet kennt in den Jahren bis 1870 fast jeder deutsche Siedler Fälle von Entführungen aus der Verwandtschaft. Das Entführen von Kindern war in den ländlichen Gegenden von Texas ziemlich verbreitet. Wir wissen nicht genau, wie viele es waren, doch in jeder Gemeinde verschwand alle ein bis zwei Jahre mindestens ein Kind. Jimmy McKinn wird mit 10 Jahren von Apachen entführt und erlernt ihre Sprache. Bei seiner Befreiung wehrt er sich heftig. Olivia Oatman ist 13, als sie verschleppt wird. 6 Jahre lebt sie unter Indianern. Die Stammestätowierung bleibt ihr ein Leben lang. Manche entführten Kinder, Weiße wie auch Mexikaner, werden ihren Eltern nach Verhandlungen wieder zurückgegeben. Mein Vorfahre, Adolf Korn, wurde 5 Monate vor Hermann Lehmann erst von Apachen entführt, dann für Pferde und Decken an Comanchen verkauft. Manchmal kampierten Apachen und Comanchen am gleichen Ort. Und so trafen sich Adolf Korn und Hermann Lehmann zufällig und unterhielten sich heimlich auf Deutsch. Zu Hause bleibt die Ungewissheit. Über Jahre weiß Hermanns Mutter Auguste nicht, ob ihr Sohn noch lebt. Hermanns Erinnerungen an die Vergangenheit sind versiegt. Seine Familie existiert für ihn nicht mehr.
In den letzten 4 Jahren ist er ein echter Indianer geworden. In seinem Fühlen, Denken und Handeln. Über Wochen verlassen die Krieger ihr Camp und ziehen auf Raubzügen durch weite Gebiete von Texas. Wer sich ihnen entgegenstellt, läuft Gefahr, getötet zu werden. Egal ob Siedler, Soldat oder Indianer. Lernen die Siedlerkinder das Schreiner- oder Schmiedehandwerk, reicht Hermanns Lehrplan von Stehlen bis zum Mord. Noch nie vorher habe ich jemanden skalpiert. Und ich habe mich nicht darum gerissen. Aber Canovist hat mir jede Art Strafe angedroht, wenn ich mich weigern würde. When white Americans come into Apache land, the idea of killing them became... Als weiße Amerikaner in das Land der Apachen eindrangen, begann eine Spirale der Gewalt. Töten gehörte zum Alltag. Es war Selbstverteidigung. Verstümmeln, skalpieren oder das Amputieren von Gliedmaßen. Man tat es, um der anderen Seite zu sagen, komm nicht hierher, das ist unser Land. Das passiert mit dir, wenn du Apachenland betrittst. Ihr Antrieb ist nicht Mordlust. Es geht um Abschreckung. Das Skalpieren gibt es in Teilen der Welt schon seit der Antike. Bei vielen Stämmen setzt es sich erst durch, als die Auseinandersetzungen mit den Weißen immer brutaler werden. Auch bei den Prärie-Indianern. Hermann Liemann hat den Status als junger, aber gleichberechtigter Krieger und vielversprechender Nachwuchs. Den hat er erreicht. Und wenn seine Lebensgeschichte bei den Apache eine andere Wendung genommen hätte, dann wäre er mit großer Sicherheit in den Rang eines Kriegshäuptlings über kurz oder lang aufgestiegen. Das war der Weg, der ihm vorgezeichnet war und den er auch sehr gut ausfüllen konnte. Doch seit Mitte des 19. Jahrhunderts dringen Siedler immer weiter in die Prärie vor. Zum Schutz vor Indianerüberfällen werden Forts als Militärstützpunkte errichtet. Der Kampf zwischen Weißen und Indianern wird heftiger. Auf beiden Seiten werden bei grausamen Überfällen ganze Dörfer ausgelöscht. Die Prärie-Indianer erleiden große Verluste. Im Kampf, aber auch durch von Weißen eingeschleppte Krankheiten wie Pocken und Cholera. 1867 keimt noch einmal Hoffnung auf Frieden auf. Mehr als 5000 Prärie-Indianer versammeln sich bei Medicine Lodge, um mit den Weißen zu verhandeln. Damals ein echtes Medienereignis. Die Regierung macht ihnen ein Angebot. Versorgung mit Lebensmitteln in einem eigenen Reservat, wenn sie die Raubzüge einstellen und dem Bau der Eisenbahn zustimmen. Vielen südlichen Plains-Indianern war klar, dass das alte Leben so nicht würde weitergeführt werden können. Also die meisten haben sich zu dem Zeitpunkt schon darauf eingestellt, dass irgendeine Lösung, die die Amerikaner ihnen anboten, also Lösung aus deren Sicht, nämlich ein Leben auf Reservationen, unvermeidlich sein würde. Sieben Jahre später. Canovist und seine Männer, unter ihnen Hermann, weigern sich, in die Reservate zu gehen, wie viele andere Prärie-Indianer. Sie wollen leben wie ihre Vorfahren, als Krieger und freie Nomaden. Doch wie sollen sie in Zukunft jagen, in einer Welt mit immer mehr Stacheldrahtzäunen? Viehbarone, das Militär und Siedler. Alle wollen die Prärie-Indianer zurückdrängen. Am effektivsten dabei ist aber eine ganz spezielle Truppe. Die Texas Ranger gingen sehr viel härter gegen Indianer vor als die US-Armee. Die Indianer, natürlich auch die Weißen unter ihnen, hassten die Ranger und sahen in ihnen ihre mächtigsten Feinde. Verstümmelung, Folter und Skalpieren gehören zu ihren Methoden. Im Stil einer Guerillatruppe schlagen sie die Indianer mit ihren eigenen Waffen.
1874 traf Hermann Lehmann zum ersten Mal auf die Texas Ranger. Er war mit einer Gruppe auf Raubzug in der Nähe von Fredericksburg, als sie hörten, dass Texas Ranger kommen. Sie flohen sofort in die Berge. Die Indianer geraten in einen Hinterhalt. Den meisten gelingt die Flucht. Aber Carnovists Bruder wird tödlich getroffen. Hermann ist schwer verletzt. Ich schloss meine Augen und fühlte schon die Kugel in meinen Kopf einschlagen. Doch plötzlich merkte ich, dass die Ranger mir nichts taten, weil sie erkannten, dass ich ein Weißer bin. Die Apachen aber sehen ihn längst als einen der ihren an. 5 Tage lang warten sie vergeblich auf seine Rückkehr. Dann beginnen sie mit der Trauerzeremonie. Hermann beschreibt die Indianer als ein sehr offenes Volk. So brutal sie zunächst waren, sie machten ihn zu einem von ihnen. Und am Ende wollte er selbst einer von ihnen sein. Verletzt, ohne Nahrung und fast ohne Wasser, schleppt Hermann sich zurück. Getrieben von der Sehnsucht nach seinem Stamm. Für mich, als Historiker, aber auch als Indianer, schafft es Hermann, meine Vorfahren als echte Menschen zu zeigen, mit einem Sinn für Gemeinschaft und Familie. Ich erzählte Carnovist vom Ende seines Bruders und dass ich ihn mit letzter Kraft beerdigt habe, um ihn vor den wilden Tieren zu schützen. Für seine Tapferkeit ernennt Carnovist ihn zum Anführer einer eigenen kleinen Truppe. Vor 5 Jahren war Hermann noch ein kleiner, ängstlicher deutscher Junge. Jetzt ist er Kriegsheld und vielleicht bald Ehemann und später einmal Häuptling. Doch unaufhaltsam breitet sich die Welt der Weißen weiter aus. Die Eisenbahn reicht jetzt bis in die Great Plains. Sie bringt nicht nur neue Siedler und Rinderzüchter, sondern auch Büffeljäger ins Land. Innerhalb von nur 2 Jahren töten sie über 5 Millionen Tiere in der südlichen Prärie. In den 1870er Jahren fängt die systematische Ausrottung der Büffel an. Die amerikanische Regierung toleriert das. Das amerikanische Militär wünscht sich das, weil natürlich ein Verständnis dafür da ist, dass die Lebensgrundlage der freien Indianervölker zerstört wird. Weil der Bison ist die Grundlage und auch irgendwie so ein spirituelles Zentrum dieser Gesellschaft. Die Vision eines Medizinmannes gibt den Kriegern noch einmal Hoffnung. Wenn sie nur genug Weiße töten, prophezeit er, werden auch die Büffel zurückkehren. Über 700 ehemals verfeindete Krieger der Comanchen, Kiowa, Cheyenne und Arapaho schließen sich zusammen. Geeint durch einen gefürchteten Häuptling. Den Comanchen Quanah Parker. Ziel ihres Angriffs im Juni 1874, Adobe Walls, ein kleiner Vorposten der Büffeljäger in Texas. Im Panhandle Plains Museum kennt keiner die Geschichte besser als er, der Historiker und Kunstgeschichtler Michael Grauer. Das Abschlachten der Büffel begann so richtig erst nach dem Bürgerkrieg, in den frühen 1870er Jahren. Die meisten Gewehre der Büffeljäger waren nur Jagdflinten aus Militärbeständen, bis ein 50er Kaliber herausgebracht wurde, die legendäre Big 50. Sie wurde hochgeschätzt wegen ihrer Treffsicherheit auf große Distanzen.
Eine tödliche Wunderwaffe. Nicht nur bei der Büffeljagd, sondern auch im Kampf mit Indianern. In der Schlacht von Adobe Walls greift eine Übermacht von mehreren hundert Kriegern die Hütten der Büffeljäger an. Nur wenn die Weißen sie auf Distanz halten können, haben sie eine Chance. Es waren nur 28 Büffeljäger dort, allerdings mit Waffen wie der Big 50. Billy Dixon erschoss auf die Distanz von 1400 Metern einen Indianer auf seinem Pferd. Ein Rekordschuss. Schockiert von der Reichweite der Waffen ziehen die Indianer sich nach 3 Tagen zurück. Mehr als 700 Krieger konnten 28 Büffeljäger nicht bezwingen. Die Nachricht von der Niederlage in Adobe Walls hat uns im Herzen getroffen. Denn jetzt war uns klar, die Büffeljäger würden in so großer Zahl kommen, dass den Indianern keine Jagdgebiete mehr bleiben würden. Hermann und sein Stamm ziehen sich immer weiter in die Berge zurück. Verzweifelt auf der Suche nach Land, in das die Weißen nicht kommen werden. Sie finden ein Tal, in dem ein Überleben möglich wäre. Hier gibt es Wasser und Wild zum Jagen. Doch dann macht Hermann eine Entdeckung, die alle Pläne zunichte macht. Gold. In der Welt der Weißen wäre es die Lösung für alle Probleme. Doch für Carnovist sind die Nuggets wertlose Steine. Und eine Bedrohung für die Freiheit seines Volkes. Der Häuptling kennt den verhängnisvollen Zauber, den Gold für die Weißen hat. Und er hat gehört, was beim Goldrausch in Kalifornien geschehen ist. Auf einen Schlag drängten Mitte des 19. Jahrhunderts Hunderttausende an die Westküste. Die Ureinwohner wurden von den Goldgräbern als Arbeitskräfte versklavt oder getötet. In nur 5 Jahren hatte sich ihre Zahl von 150.000 auf 30.000 dezimiert. Wir gaben jede Hoffnung auf, irgendwann Land zu finden, auf das die Weißen nicht kommen würden. Immer öfter setzt die Regierung systematisch Soldaten gegen die Prärie-Indianer ein. Sie sollen endgültig in die Reservate gezwungen werden. Mitte der 1870er Jahre beginnen die letzten großen Kriege in den Great Plains. Berühmte Anführer der Prärie-Indianer setzen noch einmal alles auf eine Karte. Der Comanche Quanah Parker, der Sioux Sitting Bull und der Kiowa Lone Wolf. Sie führen ihre Krieger in die letzten großen Kämpfe der Prärie. Am Washita und Red River und dann bei der Schlacht von Little Big Horn. Dort erringen die Prärie-Indianer den größten Sieg in ihrer Geschichte. Doch jedes Mal bündelt die Armee ihre Kräfte und schlägt zurück. Quanah Parker ist in die Enge getrieben. Mit seinen Männern zieht er sich im November 1874 in den Palo Duro Canyon zurück. Hier kennen sie jede Schlucht und können einer offenen Schlacht aus dem Weg gehen. Da drüben auf der anderen Seite der Schlucht lagerten die Indianer. Sie fühlten sich sicher, weil die US-Armee sich normalerweise im Winter zurückzog. Doch Colonel Mackenzie führte seine Männer unentdeckt an das Indianerdorf heran. Sie verbrannten hunderte Zelte und die Wintervorräte und brachten die Pferde der Indianer unter ihre Kontrolle. Die Soldaten treiben die Pferde 30 Meilen südwestwärts in den Tule Canyon. Dort erschießen sie die Tiere, weit über 1000. Das Massaker am Fuß des Canyons dauert über einen halben Tag. Mit ihren Pferden verliert das Reitervolk der Comanchen seine Seele.
Es entstand die Legende, dass die Geister der getöteten Pferde über die Prärie ziehen, vor allem bei Vollmond, dem sagenumwobenen Comanchenmond. Bis heute wird der gefallenen Indianer und ihrer Pferde gedacht. Im Frühjahr 1875 ergeben sich Quanah Parker und seine Männer. Ihnen bleibt nur noch der endgültige Weg ins Reservat. Auch Hermann musste mit seinem Apachenstamm ins Reservat gehen. Dort gerät alles aus den Fugen. Karnowist wird bei einem Streit von einem anderen Indianer erschossen. Hermann zögert keinen Moment, seinen Ziehvater zu rächen, muss dann aber fliehen, um nicht selbst umgebracht zu werden. Monatelang schlägt er sich durch die Wildnis. Da war ich nun, getrennt von den Indianern und mit Angst vor den Weißen. Absolut alleine. Ohne Freunde, Bekannte oder sogar Feinde, mit denen ich hätte sprechen können. Er ist einer der letzten freien Prärie-Indianer. Nur einige wenige Comanchen leben noch außerhalb des Reservates. Nach einem Jahr war ich mein einsames Leben leid. Auch wenn ich nicht wusste, ob die Apachen gerade im Krieg mit den Comanchen sind. Ich musste mein Glück versuchen. Egal in welcher Situation er war, er machte das Beste daraus. Dieses Jahr, in dem er ganz alleine war, nur er und sein Pferd, war bestimmt das Härteste für ihn. Doch dann packte er die Gelegenheit beim Schopf und ging in das Comanchendorf. Plötzlich findet seine bewegte Geschichte eine Fortsetzung. Er wird in den Stamm aufgenommen. Jetzt darf er als Comanche noch einmal das Leben eines Kriegers führen. Er steht an vorderster Front im letzten Kampf der freien Prärie-Indianer gegen die Weißen. Die Armee vernichtet im Gegenzug das Lager der Comanchen. Getrieben von rasender Wut wollen sie für jedes ihrer Opfer mindestens 5 Weiße töten. Als plötzlich ihr ehemals größter Anführer auftaucht, Quanah Parker. Der Krieger in Lehman wollte nicht aufgeben, aber Quanah Parker, selbst ein großer Kriegshäuptling, sagte: Wir müssen aufhören zu kämpfen. Wenn wir als Comanchen überleben wollen, müssen wir den neuen Lebensstil akzeptieren. Der Druck durch die Siedlerströme ist zu groß geworden. Zusammen mit den letzten freien Comanchen geht Hermann ins Reservat bei Force Hill. Die meisten leben hier auf freiem Feld in Tipis. Doch das, was sie einst ausmachte, haben sie verloren. Die Jagd und natürlich auch Beutezüge sind ihnen verboten. Einst eigenständige Völker werden zu Bittstellern. Nur Häuptling Quanah Parker schafft den Sprung in die Welt der Weißen und wird zu einer Art Ziehvater für Hermann. Fast 2 Jahre lebt Hermann bei ihm im Reservat, bis er schließlich als einziger Weißer unter den Indianern erkannt wird. Als die Soldaten ihn abholten, bekam er es mit der Angst zu tun. Quanah Parker musste ihm erst gut zureden, mitzugehen. Quanah erzählte mir, dass meine Familie noch am Leben sei und ich nach Hause gehen soll. Ich sagte ihm, dass die Indianer meine Familie sind und ich nicht mit den Weißen mitgehen würde. Erst als sein Bruder und seine Schwester auf ihn zuliefen und mit ihm redeten, erkannte er, dass Willy sein Bruder und Mina seine Schwester waren. Acht Jahre lang hat seine Schwester ihn nicht gesehen. Eine Ewigkeit. Aber eine Narbe auf seiner Hand bringt ihr Gewissheit. Hermann, erinnerst du dich nicht? Hermann!
Langsam, aber sicher hob sich der Nebel in meiner Erinnerung. Mir wurde klar, dass ich meine Leute gefunden hatte. Aber ich war ein Indianer und ich mochte sie nicht. Denn sie waren Bleichgesichter. Hermans Nachbarn und seine Familie glaubten, er müsse erleichtert sein, heimzukommen. In ihrer Vorstellung war er 8 Jahre lang geschlagen, gefoltert und misshandelt worden. Sie wussten nicht, dass er zeitweise sogar zu einer Art Häuptling aufgestiegen und sehr glücklich mit seinem Leben war, als Apache und später als Comanche. Mühsam muss er wieder Deutsch und Englisch lernen. Messer. Immer wieder bricht er aus der Welt der Weißen aus, isst rohes Fleisch und schläft unter freiem Himmel. Es ist die größte Geschichte einer Entführung durch Indianer. Und bei meinen Nachforschungen wurde mir klar, was für ein hartes Schicksal es für ihn gewesen sein muss. Denn er konnte sich nicht an die Welt der Weißen gewöhnen. Aber die Welt der Indianer war untergegangen. Immer wieder besucht er die Comanchen im Reservat. Zeitweise versucht er sogar, dort zu leben. Denn im Herzen bleibt er einer von ihnen. Glaubt nicht, dass die Comanchen schlechte Menschen sind, nur weil ihre Seite der Geschichte nie aufgeschrieben wurde. Für mich waren sie immer meine treuesten Freunde. Zweimal heiratet Hermann, bekommt Kinder. Beide Ehen scheitern. Auch seine beruflichen Versuche in der Welt der Weißen sind wenig erfolgreich. Seine Auftritte in Wildwest-Shows aber sind legendär. Er beeindruckt die Menschen mit seinen Reit- und Schießkünsten. Und natürlich mit seinen Geschichten. Hermann Lehmann stirbt 1932 in Loyal Valley. 2 Jahre, bevor sein Enkel Wayne geboren wird. I am a white man, born in 59. My name is Herman Lehman, from the Mason County line. I was captured by Cornavista and Apache chief so brave. I became an Indian warrior, in my heart I'll always feel. Then a medicine man killed Cornavista, my chief was put to rest. I avenged his death with my bow and 3 arrows in his breast. I had to leave the Apache tribe, their heart had filled with hate. I remained Comanche till the day that I died.